Okay, ja, schönen guten Abend, herzlich willkommen zu Legend of Grimrock 2 und Final Adventure. Ich hoffe, jetzt funktioniert alles. Schönen guten Abend, Slider. Schönen guten Abend, Sarah. Schönen guten Abend, Bruno. Ja, ich würde sagen, wir beginnen mal den aufwendigen Prozess des Spiels, des Safe-Game-Ladens. Guten Abend, Mr. McDaunting. So, wir haben beim letzten Mal ziemlich weitreichende Entdeckungen gemacht, insbesondere eine, nämlich einen Shop. Und dieser Shop ist ein ziemlich guter Shop. Und da werden wir gleich nochmal ein paar Sachen machen. Da hat sich nämlich zum Beispiel eine Sache, wir hatten ja diesen seltsamen Knopf da am Fahrstuhl. Das habe ich mal offscreen, also offstream gecheckt. Das ist tatsächlich ein Secret und wir sind gar nicht in dem Shop. Nee, wir sind genau, wir sind woanders. Wir sind in unserem Außenposten, Outkeep. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, den ganzen Kram hier rüber zu transferieren. Ich habe ein halbwegs für mich nachvollziehbares System, was ich wohin getan habe. Das ist in jedem Fall noch verbesserungsfähig, aber also hier ist unsere Kochnische. Hier haben wir aktuellen Kram. Hier haben wir irgendwelchen Rüstungskram, mit dem ich nicht so richtig was anfangen kann. Hier haben wir fast fertige Sets leichter Armor. Hier haben wir fast fertige Sets schwerer Armor. Hier haben wir fast fertiges Set leichter. Also hier ist die Rüstungsecke. Genauso wie hier. Hier haben wir fertige Sets, die wir nicht benutzen. Hier haben wir Scrolls. Hier haben wir, also vom Prinzip sollen hier Spell Scrolls hin und hier diese Enchantment Scrolls. Da habe ich da auch schon so viele, die ich. Ne, 5, das geht noch. Da können wir mal ein paar hier lassen. Das wiegt ja alles. Dann haben wir hier magische Waffen oder also gute Waffen, die ich wahrscheinlich behalten will. Hier haben wir den ganzen anderen Schriftkram, die ganzen Notizen und Zettel und so. Hier haben wir Recipes für Cooking and Alchemy. Hier haben wir Fackeln. Hier haben wir das wollte ich noch woanders hin tun. Das können wir noch machen. Das wollte ich da hin tun. Hier haben wir noch so überzählige Sachen, die wahrscheinlich keinen Wert haben, aber vielleicht doch. Hier haben wir magische oder magisch anmutende Jewelry. Hier haben wir unsere Magie-Ecke mit den verschiedenen Bomben, den verschiedenen Crystals und den verschiedenen Potions. Schönen guten Abend, Cerador. Und ich glaube, das war's. Hier wird gekocht und was habe ich hier drin? Gar nichts. Gut. Ja, das war also schon mal das. Ups. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Windows tickt auch sofort aus, da das Spiel ja quasi hängt während des Speicherns. Wenn man da irgendwo anders hinklickt, denkt Windows gleich, dass alles abgestürzt ist. Und naja. Okay. Also, wir wollen jetzt erstmal zu dem Shop zurück. Wir haben, ich glaube, das hatten wir gemacht, es so gemacht, dass der Fahrstuhl oben ist. Das heißt, wir, wenn wir jetzt in den Shop gehen, nicht in den Fahrstuhl können. Das war die Idee und die Vermutung war, dass dieser Knopf den Fahrstuhl holt. Das ist halb richtig. So, ne? Kein Fahrstuhl, wir kommen nicht weiter. Wir haben den Knopf. Und er holt den Fahrstuhl nicht. Also der holt den Fahrstuhl. Also hier ist der Fahrstuhlschacht. In den können wir jetzt rein. Da ist der Knopf für den Fahrstuhl, was wir machen können. Wir können hier reinspringen. Und finden ein Sekret. So. Na schön. Und was wir hier jetzt haben, habe ich mir noch nicht angeguckt. Okay, wir haben ein Cheesecake, wir haben ein
Ohr, wir haben eine Magic Pickaxe, wir haben ein Copper Nugget, wir haben einen Green Gem. So, und wir können jetzt ja, weil wir jetzt an den Knopf nicht rankommen, gibt es diesen praktischen Ausgang, der den Fahrstuhl nur mittelbar holt, weil wir dann halt auf den regulären Knopf drücken können. Aber dieser Ausgang führt dahin, wo wir uns auch schon gefragt haben, was das da ist, nämlich dieser Ausgang hier oben. Das da. Was jetzt kein Fragezeichen mehr ist. Da ist das. Okay. Das heißt, wir haben das also, da wollen wir mal gucken. Also wir haben, ich habe auch ein bisschen gekocht, glaube ich. Ja, und genau, ich hatte von allen hier 12. Ich glaube, von denen sogar 20 oder so. Und das Essen, was an 12 hier jeweils fehlt, ist das, was es gekostet hat, die Sachen von einem Raum zum anderen zu transferieren, das Rübergeschleppe. Das hat eine ganze Weile gedauert und das hat hungrig gemacht. So, ich habe auch ein bisschen hier unsere Kisten umsortiert. Wir haben jetzt einmal die Essenskiste, sowohl mit rohen Materialien als auch mit fertigem Essen. Wir haben die Kiste für, in der Hoffnung, dass wir noch mehr von den Skulls finden, für die Skulls. Wir haben unsere Notizenkiste und wir haben die Mistekiste, wo alles reinkommt, was wir im Moment nicht im Inventory haben wollen. Dann haben wir hier einen Sack mit Boostings Potions, die wir eventuell vor Kämpfen benutzen wollen oder in besonderen Situationen, wie wenn wir kein Water Breathing brauchen oder so. Dann hat jeder Charakter hier die gleiche Aufstellung von Potions bekommen. Also erst eine Healing Potion, dann eine Energy Potion, dann eine Forest Tincture für Verwundungen und dann eine Troll Blood für Regeneration. Außer bei denen es nicht drauf ankommt, nämlich bei den beiden hier hinten. Du hast als Ersatz dafür Feenektar für Regeneration von Mana und du hast einen zweiten Sack, wo die ganzen Heilungspotions drin sind. Okay, so, das ist das neue System. Wir bauen auch gerade Horn Food an, was ziemlich lange zu dauern scheint. Und wenn wir da zumindest eine von verdoppelt haben, dann will ich das austauschen gegen Spices wieder, weil Spices und Saltweed brauchen wir einfach. Und ich denke, wir werden Black Moss gegen Bleeding Blossom austauschen, weil Bleeding Blossom brauche ich auch häufiger. So, wir haben beim letzten Mal hier aufgehört, haben aber, das ist wichtig, das hier bekommen. Nee, das hier bekommen. Also das andere auch, aber. Und das wollen wir dann auch gleich mal machen. Anyone can make a mess using explosives, but only a true sapper can clear the mess with them. Ich vermute mal, das ist das, was es in Teil 1 auch gab, dass man so Steine wegsprengen konnte. So, aber um das zu machen, müssen wir. Ich hätte auch einfach die verdammte. Aber gut, wir können auch zu Fuß gehen. Warum nicht? Kann ich währenddessen noch ein bisschen rekapitulieren? Wir wollen das machen. Sapper, genau. Sapper wollen wir lernen. Dazu brauchen wir Throwing. Ich habe mich entschieden, dass das unser Magier machen soll, weil der Einzige ist, der noch eventuell mit Throwing was anderes machen kann, nämlich Waffen werfen. Und da ich auch vermutet, ich meine, das werden wir gleich wissen, aber bisher vermute ich es nur, dass dieses Sapper-Ding mit Firebombs funktioniert, zumindest war es in The Guardian so, also eine ähnliche Fähigkeit, also da war es keine Fähigkeit, da hat es einfach funktioniert, und er ja auch über Firebombs verfügt, üblicherweise, passt das ganz gut. Aber damit wir das machen können, muss er erstmal Throwing lernen. So, weiter geht's. Wir haben dir Tome of Balance aus Stats plus 1. Das kann ich dir geben. Ne? Warum nicht? Ja, warum nicht? Wir haben wie viele Golden Keys? Einen. Genau, dich wollte, genau. Deswegen hast du schon den ganzen Kram hier. Du sollst zu unserem Miner werden. Weil wir wissen ja, dass wir für diese Magic Pickaxe, mit der wir Underwater Mining betreiben können, Constitution 3 brauchen. Und der Kollege von uns, der Constitution hat, ist der Paladin und der kann nur alles, aber der kann nur keine Skillpoints in etwas investieren, was nicht Armor oder Magic ist.
Weil dat, wo ich die ganzen Skillpoints hernehmen soll, für den weiß ich immer noch nicht. Also Constitution ist gestorben für ihn. Das wird also unser Fighter machen. Und er kriegt halt auch noch die anderen Vorteile von Constitution und die schaden ja nicht. Deswegen werden wir dich auf Constitution 3 bringen. Und dich dann zu unserem Mining-Beauftragten machen. Hab mir überlegt. Und das war das mit dir. Und du sollst Thor werden. Ja, genau. Okay, so gut. Dann wollen wir jetzt erstmal die ganzen Anfangsbücher kaufen. Und da können wir uns genau eins von kaufen, ne? Richtig. Weil ich nur ein Dings habe. Ja. Wir haben Geld. Wir machen was anderes. Wir kaufen Gold Keys. Oh Gott, wo war das? In... In welchem Dungeon war das? Also es war nicht in Nah, es war nicht in Abandoned Dungeon, es war in hier. Und hier ist Woodling Hollows und Woodling Hollows ist unter Valewoods und da können wir die Moors benutzen. Okay. Okay. So. Guten Tag, der Herr. Hier noch irgendwas, was ich machen will, bestimmt. Ja, das müssen wir auch noch erkunden. Hier haben wir ja noch. Oh Gott, wir haben so viel zu tun. Das ist alles gar nicht zu glauben. Oh, na schön. Ja, hier fehlt ja noch die Hälfte des Level. Und das Level da drunter, da haben wir ja den Auftrag für, das müssen wir auch noch machen. Wir haben zu tun. Was allerdings als erstes, denke ich, grob auf dem Plan steht, ist die Verwendung von. Hier wollte ich auch nochmal hingucken. Ja, nämlich auch noch nicht. Die Verwendung von dem, was wir jetzt gleich lernen werden. Da gibt es in einigen Dungeons. Wie kommen wir denn da am besten hin? Ach, das ist ja lästig. Das ist ein lästiges Level. Also dieses Level könnte noch ein, zwei weitere Shortcuts gebrauchen, finde ich. Also insbesondere dieses Ding hier finde ich doch enorm nervig. Und dass es hier keine Leiter gibt, das finde ich auch nervig. Ups. Weil da müssen wir die ganze Zeit hier außen rumlaufen. Lalalala. Genau, da kommen wir nicht durch. Und das sind Bäume, die können wir auch nicht weghäckseln. Also... Okay, hier geht's runter und hier wollte ich auch mal gucken, ob wir hier alles gemacht haben. Weil hier ist so viel... Auf der anderen Seite... Oh! Also, du hast das jetzt... Das hast du ja jetzt. So, ein letztes Mal... Bevor du diesen Job abgibst, hast du sicher auch gleich die Pickaxe kaputt gemacht. Sollte das irgendwie eine. Ist damit irgendwie eine Message? Sollte das ein Statement sein? Gut. Wir haben Two Steps North from the One Who Took a Wrong Turn. Two Steps North from the One Who Took a Wrong Turn. Steps north from the one who took a wrong turn. Grob in der Art. Das war der hier. Taken one turn. Ja, okay, gut. Das. Okay. Mehr Stuff. So. Oh Gott, hier haben wir auch Sachen, die wir machen können. Hier ist... Okay. Aber erstmal... Es ist so eine Situation, da wünsche ich mir, wir hätten
Lloyds Beacon aus Might and Magic jetzt hier zur Verfügung. Da würden wir nämlich immer eine Beacon setzen und uns dann einfach hier zurück teleportieren. So, du wolltest, du gibst uns... Golden Keys. Ja, ich will mal gucken, was passiert, wenn ich dir das ganze Geld gebe. Ob du nur uns nur einen Key gibst oder ob du uns alle Keys gibst, die wir uns dafür leisten können. Sicherheitshalber speichern wir. Okay, du gibst uns nur einen. Sehr gut. Gut, dann kannst du das jetzt ja schon mal lernen. Nee, das machen wir jetzt nicht. Ich lasse mich jetzt nicht ablenken. Wir machen jetzt erst die eine Sache. Wir kaufen jetzt die Bücher, machen uns dann zu dem, was wir werden wollen und kommen dann zurück und checken alle Orte, wo wir eventuell die neuen Talents einsetzen können. Sonst kommen wir nämlich nur durcheinander. Hier ist auch definitiv noch was. Okay. Eins nach dem anderen. So, jetzt müssen wir also nach... Na? Upsala. Was wolltest du? Drei Ohr. Moment, ein Ohr haben wir. Uns auf Na. So, wir wollen Kofen. Das nicht, das haben wir schon. Das nicht. Hier ist nur der Magiekram, ne? Ich bin im falschen Ort. Nee, Constitution wollen wir kaufen. Nehmen wir es theoretisch irgendwann mal, aber brauchen wir im Moment nicht. Perception irgendwann mal, brauchen wir im Moment nicht. Critical irgendwann mal, brauchen wir im Moment nicht. So, du lernst jetzt also deinen ersten Punkt Constitution aus dem Buch. Indem du ein Buch über Bodybuilding lernst, wirst du stärker. Das kennen wir. Okay. So, du hast jetzt einen Punkt in Constitution und jetzt werden wir dir noch zwei Punkte in Constitution geben. So, du kannst ja jetzt auch mehr tragen. Wir haben noch einen Gold Key über. Hätte ich mir überlegt, was wollte ich kaufen? Ah ja, Throwing Ding. Das ist aber nicht hier. Schönen guten Abend, Master Luck. Das ist da. Wie kommen wir da hin? Weiß ich nicht mehr. Da müssen wir hier außen rum. Oder? Ja, hier war auch noch was, was mir aufgefallen war, wo wir mal etwas genauer hingucken müssen. Hier waren so viele. Es ist ja wie überall irgendwas. Also inzwischen, ich bin von den Post-it-Zetteln abgekommen, ja da Sachen drauf zu schreiben. Die mir auffallen, nachdem der Stream vorbei ist. Ich bin jetzt zu DIN A5 Zetteln umgestiegen und jetzt habe ich zwei DIN A5, also anderthalb DIN A5 Zettel vollgeschrieben. Mal gucken, wann wir auf DIN A4 umstellen müssen. Also das Spiel ist derart voll mit Kram, das ist wirklich beeindruckend. So, wir wollen das theoretisch irgendwann mal für den Rattling, das wollen wir für dich. Okay, also du nimmst das. So, du lernst jetzt Throwing und Sapper. Das heißt, du kannst jetzt werfen. Dann können wir dir auch die zweite Hand, oh, hast du schon, ganz praktisch. Okay, du kannst jetzt. You can blow up rock slides and mines and caves with firebombs. Okay, das ist jetzt ein Skill. Damit haben wir jetzt also eine ganze Menge. Ich werde mir hundertprozentig nicht alle notiert haben, wo überall was diese Dinger waren. Diese Orte, wo man das eventuell benutzen könnte. Aber da werden wir einfach alle Dungeons nochmal ablaufen müssen, denke ich. Fire, nee, Missile Weapons, nee, okay.
So, jetzt gucke ich mal auf meinen Zettel. Cookies kaufen. Books, also wir haben Constitution Book gekauft, wir haben Constitution auf 3 gemacht, wir haben Mining Book benutzt, wir haben Throwing Book gekauft, Sapper Book benutzt, Force Trap in Hand und genau. Ich habe mir weiterhin überlegt, dass wir eventuell den Boss angehen wollen. Dazu brauchen wir Fire Shield. Das können wir kaufen, wenn wir in also da in unserem, ne, in dem einen Ort sind, da wo wir Spells kaufen können. Dazu bräuchten wir dann eventuell, nicht eventuell, definitiv Fire 3, was du lernen kannst, weil du nur einen Skillpoint über hast. Okay, dann machen wir das schon mal. Bei dir, was will ich dir geben? Du sollst Alchemy 5 bekommen, damit wir, wenn wir jetzt brauchen wir, ab jetzt brauchen wir ja Bomben, dass wir dann auch immer dreimal so viel kriegen. Also kriegst du Alchemy 5. Du kriegst Perception 5, weil ich meine, Constitution brauchst du jetzt nicht mehr. Und ja, theoretisch kannst du auch Earth 4 gebrauchen, aber ich will einfach mal dieses Perception-Ding haben, damit du uns darauf hinweist, wo Secrets sind. Falsch. Wo versteckte Knöpfe sind. So, wollen wir es mal nicht übertreiben. Ich glaube nicht, dass uns das komplett davon entbindet, Secrets zu finden. So, und du? Du hast auch noch 2 Punkte über. Dir würde ich ganz gerne Nimbleness auf 5 machen. Machen wir erstmal auf 4, damit du ein bisschen schneller wirst. So. Oh, hier haben wir Pilze. So, dann speichere ich mal, damit ich den ganzen Mist nicht nochmal machen muss. Okay. Alchemy 5 haben wir gemacht. Perception 4, Perception 5 haben wir gemacht. Okay, gut. Hier ins Wasser müssen wir mal gucken. Irgendwo gab es hier auch was, was im Wasser war. Okay, also wir haben Orte, auf die wir achten müssen, sind ab jetzt diese komischen Schutthalden von Steinen in Dungeons oder sonst wo. Und irgendwelche Sachen unter Wasser, die wir wegschlagen können mit einem Mining-Ding. Da müssen wir mal. Hast du Hunger? Du hast See Something. Oh! Oh, du machst das. Ich habe was gegessen, Geräusch. Nö, okay. Das wird mich bestimmt ein paar Mal verwirren, bis ich das begriffen habe. Okay, also das hat sich schon mal gelohnt. Okay, so. Immer noch diese Fragezeichen hier. Na gut, dann fangen wir jetzt mal an, hier einfach grob drauf loszuspielen. Ich habe jetzt die Sachen, die ich unmittelbar machen wollte, haben wir jetzt gemacht. Irgendwo hatte ich noch hier was gesehen, was mir verdächtig vorkam. Wo war das? War das irgendwo, wo war was weggemeint? Hat man das hier? Nee. Ja, hier.
Ich meine, wir. Obwohl, da kommen wir dahin. Das könnte was sein. Ach so, und ich habe die Steine ersetzt durch, also als Beschwernisse für Platten und so habe ich Darts. Nehmen wir ab jetzt Darts. Haben wir irgendwas getroffen? Wollen wir mal gucken. Wie kommen wir da rüber? Von da hinten, okay. Okay. Okay, da kümmern wir uns gleich drum. Wie kann man hier? Wir haben wo drauf geworfen, tatsächlich. Okay, sah also. Ich meine, ich werde wahrscheinlich diese Dinger häufiger mal liegen lassen, weil die definitiv schwerer zu sehen sind als die Steine. Aber die Steine können wir ja theoretisch, sind ja theoretisch Ressourcen für diese ganze. Okay, bitte sehr. Für diese ganze Watcher-Geschichte. Weil ich glaube. Also theoretisch. Nur ich will sie halt nicht, weil ich die ja häufig mal liegen lasse und die Darts brauchen wir halt für nichts mehr. Die Steine in Guardians war es so, dass man aus Steinen Ore machen konnte oder irgendwas. Also man konnte Steine auf jeden Fall weiterverarbeiten. Und oh Gott. Oh toll! Mehr Sachen für den Barden. Und einen weiteren magischen Sack. Habe ich irgendwas, was in einen magischen Sack muss? Das hier. Sack kommt dann erstmal zu dir. Hier haben wir den ganzen Kanal dafür. Das ist unsere Mistekiste. Okay. Secret auf der Karte markieren. Guter Punkt. Das da. Glaube ich. Ja, warte. Danke. So. Wie wir da hinkommen. Achso, das Ding hier. Ich wusste da, irgendwas war noch. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Nein, 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 nein
Ah, fuck, ah, fuck, ah, fuck. Scheiße, ist noch was. Come on, come on, come on, come on. Okay, hi, der Witzka. Okay, ja, ich war gerade ein bisschen ruhig gewesen, aber ich meine, ihr habt gesehen, warum. Sind wir, wie geht's uns? Uns geht's gut. Okay. Okay, ja. Das war nicht schön. Also es war schön, dass wir es geschafft haben, aber das hat ganz schön, das war ganz schön wehgetan. Wir haben verbraucht eine Healing Pole. Okay, wir können ja jetzt mal Nachschub machen. So, wir haben Forest Tinctures benutzt. Jeweils eine. Davon haben wir noch genug. Okay. So, das Ganze hat uns eine Kiste gebracht. Oh, jetzt kommen wir wieder raus. Okay, ein... Ein Schlüsselloch. Okay, ja. So. Okay. Warte. Ice Thrower. Uses charges instead of pellets. Can be used underwater. Ice shards. Okay, Zauber für Firearms use. Also für den Sharpshooter. Dass der auch zauberähnliche Fähigkeiten hat. Nett. Ich meine, wir haben Ice shards und da das Ding charges hat. Achso, zweihändig, ne? Ja, okay. Das. Aber grundsätzlich, ein Underwater-Shooter stimmt, hast recht, denn der ist. Das kann taktisch hilfreich sein. Den behalten wir mal. Damit können wir so. Ich sehe mal, das hat sich verbessert. So, dann können wir. Dann fangen wir. Das. Und wenn Blackmoor 7. Obwohl, das mache ich jetzt. Aber jetzt vielleicht ein bisschen ein halbes Blackmoss verloren, aber wir haben mehr Blackmoss als Bleeding Blossom und das brauchen wir für Trollblood, das brauchen wir für Feynektar, das brauchen wir für Forest Tincture, das brauchen wir für sau viel. Und das ist also in jedem Fall gut, dass wir das anbauen. Okay. So, Truhe aus Xen. Gut.
So, also wir haben noch eine weitere Unterwasserwaffe. Gut. So, du hast ein Level-Up. Hast du irgendwas, was du kriegen sollst? Nicht unbedingt. Im Moment. Und Concentration gebe ich dir, möchte ich dir im Moment noch nicht geben. Perception. Eventuell, wenn wir eine Nahkampf Fire oder eine Nahkampf-Elementarschadenwaffe machen. Also ich denke da an die Fire Sword oder ich glaube es gab, gab es nicht auch noch einen Lightning Sword? Für den blöden Shadow Boss da. Und weil du der Einzige bist, der das benutzen kann. Also weil das ja eine Strength-Waffe sein dürfte und eine Light Weapon und der einzige Kollege, wir würden dir dann Light Weapons geben müssen. Mal gucken. Also du behältst den Skillpoint erstmal. So, das haben wir. Ja, haben wir gemacht. Hat uns nicht viel gebracht. So, wir haben aber. Wir brauchten. Konnten wir nicht Ore kaufen, sag mal? In dem Shop. Im Undershop. Weil du brauchst doch noch 3 Ohr, ja. Nein. Perks. Da geht's lang. So, hier gab's doch Ohr, ne? 2 chunks of ore. Weißt du was? Investition. Oh, die stacken nicht. Gut zu wissen. Wir haben tatsächlich Platz in unserem Schlüsselbeutel. Das ist ja immer was Schönes. Also Schlüsselkiste ist es ja inzwischen. Ich noch irgendwas kaufen? Das klingt ganz nett. Bei plus 2, aber das wenn, brauchen wir erstmal richtiges Armor. Das klingt... Das klingt nett. Das wäre wahrscheinlich eine Aufrüstung. Will ich wissen, was das ist? Ja. Plus Strength ist natürlich Mist. Eine Light Weapon, okay. Was ist eine Reach Weapon? Das wäre was für dich. Obwohl, das andere ist auch eine Reach Weapon. Du hast aber keinen Platz dafür. Dann müssten wir dir alles andere aus der Hand nehmen. Da muss ich dran denken, dass ich dir alles andere aus der Hand nehme, wenn wir unter Wasser gehen. Aber gut, da kann ich theoretisch dran denken. Kannst du es benutzen, wenn du was anderes in der Hand hast? Ich glaube nicht, ne? No. Ja. Also ich müsste dir beides aus der Hand nehmen. Ja, das kann ich hinkriegen, aber erstmal heben wir uns den Gold Key noch auf. Ich meine, wir können ja jetzt noch welche kaufen. Aber schauen wir erstmal. Wir können unter Wasser schießen. Dann hätten wir eine richtig gute Unterwasserwaffe, weil du ja auch, weil unsere Lizzie ja auch ziemlich viel Stärke hat. Du würdest dann also wirklich richtig Schaden machen können unter Wasser. Es sei denn, Moment, muss ich nochmal. Das habe ich nicht geguckt, welches Level an Light Weapons wir brauchten. Stand da 3. Thrust brauchte, glaube ich, 3, oder? Okay, das wäre dann also eher was für unseren Light Weapons User. Der hat allerdings keine Stärke. Du. Ich meine, du könntest dann das Thrust-Ding benutzen, was doppelten Schaden macht, aber du hast ja nur 8 Stärke, du hast 26. Okay, na gut, aber da können wir dann. Da kümmern wir uns drum, wenn wir uns drum kümmern. Oh, haben wir gekauft.
Dann gehen wir jetzt zu dir. Eins, zwei, drei. Greetings, Keep Masters. Thank you for recovering me. I do feel rather strange in my new physical form, though. Whatever the case, I initiated the process of rebuilding the keep. With your help, these walls will be able to regain their former strength and abilities. Warum hast du den Cube um dich herum? Weil du der Cube bist? Hallo, alter Freund! Aus Grimrock 1. Den wir in irgendeinem... War das Grimrock 2, wo wir ihn ausgebuddelt haben? Ja, das, ich glaube, du bist die ausgebuddelte Variante, die man in diesem Easter Egg ausbuddeln konnte. In der Wüste. Ich glaube, weil das ist nicht die... der Boss aus dem ersten Teil. Der sah ein bisschen anders aus. Okay! Wir haben unseren Kubus-Freund wieder. Ja, thank you for coming here. With your help, these walls are able to gain the form of the abilities. Ist das hier vielleicht... Ja. Es ist nicht weg, aber wir können hier Sachen machen. Pool Reconstruction. Ja. Required Materials. Hide. 3. Also im Sinne von Fell. Also Haut. Also die Hide. Also Animal Hide. Wahrscheinlich. Enchanted Soil? What? Haben wir. Aber... Moment. Ether Read 10. Okay, das können wir machen. Okay, das hat mehr Fragen eröffnet als beantwortet. Wir können doch kein Enchanted... Können wir das hier... Will ich das jetzt... Nee, das können wir dann nicht wieder... Okay, wir müssen also... Okay, das muss ich mir aufschreiben. Enchanted Soil uns aufheben, es nicht verwenden. Ach du liebe Scheiße. Wir haben mehr als eine... Also nicht nur, dass wir Enchanted Soil suchen, wie die, ne, wie der Drogen... Also wie suchen wir. Ziemlich stark. Jetzt müssen wir das, was wir finden, auch noch entscheiden, ob wir es für unseren für unsere Growing Box verwenden wollen oder für einen Swimmingpool oder was auch immer das sein soll. Ich nehme an, das ist vielleicht... Nee. Enchanting. Enchanted Soil for Pool Reconstruction. Ach du liebe Güte. So, was haben wir hier? Crystal. Okay, das sollte ich mir mal alles aufschreiben. Also hier war. Pool. Hide. Dreimal Hide. Einmal Enchanted Soil. 10-mal. Etherweed. Crystal Room. Oh, wir könnten unseren eigenen Crystal bekommen. Das wäre super. Müssen wir nicht immer die anderen bezahlen. Was würde das denn kosten? 3 Ore? 3 Crystal Shards of Healing? Okay. 10? Okay. Das ist eine ganze Menge. Crystal Room. Aber das ist ja... Okay, das... Jetzt sehe ich, was der Autor meinte mit... erweitertes Base Building, also mehr Base Building als in Guardians. Was war das? 3 Shards of Healing, 10 Shards of Was Recharging, ich hab schon wieder vergessen. Und 3 Ore. Ja, ich meine, das Swimmingpool, das ist ja auch unsere Sache, ne? Springen wir rein, sinken entspannt auf den Boden und können dann da richtig schön chillen. Vielleicht, dafür vielleicht die Heights, dass wir uns dann so wasserfeste
unter Wasser Liegestühle bauen. Weil wenn das so halt, ne, so Leder ist, dass das dann nicht sich vollsaugt, könnt ihr Garden Reconstruction, okay. Oh Gott, mehr sind okay. Enchanted. So. For Garden Reconstruction. Copper Nuggets. Was brauchst du? Copper für einen Garden? Na gut. Enchanted Soil 2. Okay. Garden. Zweimal Enchanted Soil. Was war das? Fünfmal Copper? Fünfmal Copper, 10 Mudwort, 10 Falkenskyer. Okay. Moment, hier gab es aber noch theoretisch mehr. Wow. Rattling Crafting Goods Shop Setup. Crafting Goods. What? 10 Rocks? Oh, hier können wir die Rocks auch verwenden. Okay. Cheese 5, $1000. Das haben wir sogar. Okay. Amnesia Device. Black Mustard. Oh, das wird das sein, wo wir unsere Skills verteilen können. Das habe ich über. Die Fusion erfahren, dass es sowas geben soll. Okay, Amnesia Device. Das ist ganz schön teuer. Und wer weiß, was das dann kostet, es zu benutzen. Also Fehler, es lohnt sich trotzdem, sich vorher Gedanken zu machen, wie man die Skillpoints verteilt. Also vorausgesetzt, das ist das. 10 Blackness, okay, also 10 Black. Amnesia. Vielleicht können wir allerdings auch unsere Klassen ändern. Nee, Klassen ändern, das wäre zu viel. Den Black Moss. Und Crystal Shot. Katharsis 5. Okay. Das geht ja hier wieder nicht. Okay, okay. Laboratory, das klingt auch gut. Copper Nuggets, Green Gem, Blood Drop Cap, Bleeding Blossom. Bis auf Copper haben wir alles. Also, Laboratory. Wie viel? 5. 5 Copper, 3 Green. 5 mal Copper, 3 mal Green, Gem. 5 mal Bleeding, Blossom und 10 Blood Drop. Es ist alles so aufregend. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Gottes Willen. Und ich hatte jetzt vor kurzem eine Diskussion oder vielmehr ein Gespräch darüber, wie diese Mod wirkt auf jemanden, der nur das Basisspiel kennt. Und ja, das ist alles schon ein bisschen mehr. Okay, das können wir machen. Wir können Steine haben wir. Was wolltest du haben? Steine, Cheese haben wir da bestimmt auch. Können wir zumindest herstellen. Was brauchen wir für Cheese? Herder Cap. Forest Milk.
Und Spices. Okay, dann haben wir auch kein Geld mehr. Aber schauen wir mal. Crafting goods. Restock. Oh, fuck. I was told that there's a good demand for crafting materials. Hast du gehört? Ja. Seit 2 Minuten. Oh, hier können wir Heiz kaufen. Und Copper Nuggets. Und noch mehr Copper Nuggets. Und okay. Und ach du liebe Güte. Okay. Wir brauchen Geld. Und zwar bevor ihr restockt. Also, was brauchen wir denn nicht mehr? Rapier. Scythe brauchen wir noch. Die behalten wir. Battleaxe brauchen wir nicht mehr. Stiletto brauchen wir nicht mehr. Dagger plus 2. Longsword. Ich meine, wir könnten einfach noch warten, bis wir das machen. Was würden wir denn dann eventuell... Was würde ich denn... Also das denke ich nicht. Das klingt wichtig. Und da fehlt uns nur das Copper. Hier fehlt uns Ore. Mir fehlt, und da fehlt uns das Enchanted Zoll-Gedöns. Okay. Na gut, dann machen wir mal. Gleich mal gucken, ob das Set fertig ist. Ob wir das benutzen können. Den ganzen Kram können wir dann auch verkaufen. Die ganzen, ich meine, die Rezepte habe ich alle abgeschrieben. Können wir auch alle verkaufen. Okay. Okay, dann wird jetzt mal ein bisschen geshoppt. Also verkauft vielmehr. So, wir haben 2 Nuggets. Wir können, das können wir theoretisch auch verkaufen. Das sind alles Sachen, die wir erstmal noch behalten wollen. Nicht. So, du kannst dir auch schon mal ein paar... Firebombs mitnehmen. Okay, wir haben ein paar. Okay. Ja. Also, wir könnten auch... Wir wollten Schriftrollen verticken. Und wir wollten gucken, ob das ein ganzes Set ist. Hast du schon irgendwas an davon? Nee, dann fehlt uns definitiv noch das Shirt. Weil das war doch Bartsglas, ne? Ja.
Okay. Rüstung weiß man noch nicht. Okay. Die Schriftrollen verkaufen wir in hier. Glaube ich. Irgendwo. Nautilus und Scots. Okay. Also. Okay. Okay, für unser Kochbuch kriegen wir, naja, immerhin 150. Und dann geht's jetzt. Zu dem Kollegen, der alles kauft. Weil einen speziellen Waffenhändler haben wir noch nicht gefunden. Oder haben wir nicht gefunden. Keine Ahnung, ob wir ihn noch nicht gefunden haben. Also mit anderen Worten, verkaufen wir bei dir. Hast du hier irgendwas Interessantes, was ich mal checken will? Mir überlegt, wenn ich irgendein Essen finde, was wir noch nicht kennen, oder irgendwelche Potions, die wir, und denen wir keine Ahnung haben, wie sie gehen, die will ich mal. Ich meine, ich kann sie nicht reverse engineeren, aber ich will zumindest wissen, zum Beispiel bei Nahrung, was die dann für ein Nutrition Value haben und so, damit ich das in meine Tabelle aufnehmen kann. Du warst hier irgendwo. Irgendwo. Wo warst du? Bin ich an dir vorbeigelaufen? Du warst da! Hast du extra das Licht angemacht? Hallo! Rapier. Beides. 15. Longsword. Let's a bargain. 14. Eine ziemlich gute Battle Axe. Fast wie neu. Okay. Auch ein bisschen. Wir haben wieder fast 300. Sonst noch irgendwas? Was wir nicht mehr unbedingt brauchen. Nope. Solange wir nichts Besseres finden. Okay. Habe ich noch irgendwas mehr aufgeschrieben, was wir in Cheeseburg erledigen wollen? Ja. Hier war irgendwo eine Truhe. Nee, hier? Irgendwo im Wasser. Oder nee, das war nicht Cheeseburg, das war's. Ja, das war hier, das war Skalkos. Cool. Okay. Fast richtig. Wir müssen nach Süden. Irgendwo kommen wir hier durch. Dachte ich. Na gut, da haben wir noch ein paar Sachen, die wir erledigen können.
Okay, Getränkelager. Nimmst du mit? Bambus kommt zu dir. Octopus-Sticker kommt zu dir. Trollblatt kommt zu dir. Das ist Nahrung. Das ist das und das ist das. Das kennen wir schon, das war das Rezept, ne? Das haben wir auch gemacht. So, jetzt hast du aber ganz schön Hunger. Du hast ein bisschen Hunger. Okay. Das haben wir erledigt. Ja, das stimmt. Wir kriegen ja Geld für jede. Jetzt haben wir wieder 300. Das heißt, jetzt könnten wir vielleicht sogar Sachen kaufen. Wir brauchen Copper-Ohr. Und Ohr und Heiz. Und warum ist das hier eigentlich da? Hat das eine Bewandtnis? Motor drin. Und ansonsten nichts. Gut. So, dann wollte ich mir Fire Shield kaufen, nur für den Fall, dass ich mich entscheide, dass wir den Boss versuchen. Dann haben wir den Boss in den Corrupted Hive Boss. Nee, was Hive? Mit den Slime-Dingern. Den wir probieren können. Also, ja, Crafting Shop. Also wir könnten zwei Nuggets kaufen, dann hätten wir zwar immer noch nicht genug, wären aber nah dran. Weißt du was, das machen wir. Ups. Okay, jetzt haben wir vier. Wir brauchen fünf, ne? Ja. Weil das Laboratory klingt nach einer super Sache. Also, ich meine, Labor, ne? Klingt erstmal immer hilfreich. Na gut, dann rasten wir mal. Gut, dann gucken wir mal. Ja, was dann kaufen wir jetzt? Obwohl. Also, wir gucken jetzt erstmal in die Dungeons. Und zwar nach. Wie hieß das? Rootling Hollows und Howling Caves.
Kommen wir da irgendwie besser hin? Oh. Geht das? Nee, geht nicht. Ja, wir kommen so raus. Das geht auch. Ja, hier müssen wir auch noch erkunden. Wollen wir jetzt erst hier... Wir sind gut gerastet, da konnten wir erst mal kurz hier. Da haben wir beim letzten Mal ja aufgehört. Und da waren ja definitiv Sachen, die wir noch machen wollten. Nämlich einmal hier. Tentacle Monster. Was war das hier? Irgendwas? Weiß ich, was das war? How painful. Okay. Wo sind wir denn nicht weitergegangen? Da haben wir aufgehört. Mindless Gem, das werde ich schon gemacht haben. Oh, hallo, 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 hallo. So, hier war der Shop, genau. So, wir waren... Nee, da wollen wir hin. Ja, lustig, wie wir uns langsamer bewegen auf dem Schnee. Okay. So, das war unerforscht. Na gut, dann erforschen wir es jetzt. Wenn wir noch nicht die Ressourcen haben, uns einen Swimmingpool selber zu bauen, benutzen wir einfach den hier. Der hat sogar lecker Fisch. Obwohl es üblicherweise kein gutes Zeichen ist, wenn man in seinem Swimmingpool Fische vorfindet, aber... Das ist ja hier auch eher ein See oder ein Teich oder... Ne? Also, mehr nicht? Echt nicht? Ja, ach, ja, 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 ja. Luft, atmen, da war was. Ja, ja, ich gehöre zu den Leuten, die man ans Atmen erinnern muss. So, das ist also nix. Da ist aber was. Ja, danke, das habe ich auch gesehen. Aber das ist wirklich hilfreich, dieses Geräusch. Also es könnte auch ein bisschen anderes Geräusch sein, aber grundsätzlich ist das schon hilfreich. Oh, danke. Das kannst du sogar. Damit ersparen. Das war ein Secret, ne? Ich glaube. Ach, wir haben noch die blöde Treasure Chest in Vale Woods. Okay, das haben wir. Da ist noch was, aber ich weiß nicht was. Dann gucken wir jetzt. Hier waren wir auch noch nicht. Schlauer. Okay, haben wir gerade eins verkauft. Können wir gleich wieder verkaufen? Das können wir nicht.
Feier haben wir. Blue Gym, Speed Potion. Geht das eigentlich auch mit? Okay. Okay, die gibt's also auch. Hallo. Nee. Da war. Na also. Okay, eine Menge Sachen hier. Ist das mineable? Jo. Gold Key. Okay, Moment, das war's für dich. Lesser Enchance Call und das auch was für dich. Okay. Das war ein schönes Secret. Ich weiß nicht, ob wir dafür Sapper gebraucht hätten oder ob wir einfach nur die Firebomb da, ob da jeder die Firebomb hätte draufschmeißen können. Weil dann war das für die Kosten einer Firebomb eine ganze Menge Kram. Hier. Heals all party members from madness, silence and drunk conditions. Okay, Madness and Silence sehe ich ein, Drunken, okay. Can be cast while silenced. Ja, bitte. Okay, nice stuff. Okay, was haben wir hier? Denga. It's too cold at the top. Improve your frost protection if you don't want to freeze to death. Ah, papalapap. Mal gucken, ob es Instant Death ist oder ich vermute mal, was. Also by the way, das ist eine coole Mechanik. Ich vermute mal, wir kriegen Schaden over time. Und die Sicht ist ein bisschen schlechter. Oh ja. Okay, da habe ich mich in eine gute Position gebracht hier. Okay.
So, ein bisschen Füße verbrannt, während wir uns die Köpfe abgefroren haben. Ich glaube, wir gehen mal wieder kurz. Da wurde man. Ja, das ist ein bisschen wie. Das ist ein bisschen. Okay. Ich meine, wir können das erkunden. Was. Wieso, was hat er denn. Moment, haben wir. Wie sind denn unsere. Wo steht das? Und das Stats. 54, 3. Du hast keinen Schaden genommen, oder? Mal checken. Ja, du hast keinen Schaden genommen. Also ich nehme mal an, 50 ist die Grenze. Wie viel gibt denn der Zauber dazu? Steht nur Reduce ist okay. Steht es bei Poison dabei? Nope. Okay. Also ich vermute mal, dass wenn wir brauchen. Also ein bisschen wie Water Breathing. Nur es geht ein bisschen schneller, ne? Da werden wir noch eine Menge erkunden müssen. Erkunden können. Wo waren wir denn sonst noch nicht? Da sind wir auch noch nicht. Da können wir. Gucken wir da mal hin. Was zur Hölle? Sieht auch so aus, als wäre da noch was. Ist das hier eigentlich? Ich meine, das sieht ziemlich groß aus, aber. Können wir eigentlich die Dinge auch. Können wir. Die können wir auch. Okay. Ist das jetzt ein Hügel zum Buddeln? No. Okay. Da wollte ich hin. Kompetent vorbereitet. So. Wo war das Ding? Ja. Okay. Okay. Das bringt nicht viel. Ich meine, es ist besser als nichts, aber in unserem Fall bringt es nicht viel, weil wir mal. Ihr müsstet mehr Schaden machen. Bist du immer noch? Okay, erstmal einen Happen. Okay, wir frieren uns hier denn ab. Wir haben da. Nee. So? Nee. Ups. Haben wir nicht. Hast du nicht. Wie geht der? Falsch rum. So rum. Wie schnell heilt der? Noch ein bisschen.
Nee, das ist dann nicht hilfreich. Ja, wir müssen einschalten. Können wir da... Ich meine, ich könnte... Dann würden wir uns den Hinweg sparen. Nee, würden wir nicht. Okay. Okay, naja, aber diese Tentakelmonster, die brauchen halt ein bisschen Geduld. Das kennen wir ja schon. Ist tot? Es war tot, okay. Nein, war es nicht. Kleiner Fehler, den uns bei, der uns allen bei Tentakelmonstern schon mal passiert ist. Man dachte, man hätte es besiegt, aber dann war es noch da und hat fröhlich weiter tentakelt. Jetzt ist es tot, okay. Okay. So, also wenn wir unseren Swimmingpool dann reconstructen, achten wir aber darauf, dass wir eine Heizung einbauen. Apropos Heizung, ich brauche mal ein bisschen Tee. Und Licht brauchen wir wieder. Da ist aber irgendwas. Da würden wir wahrscheinlich von da hinkommen. Das haben wir alles gemacht. Das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Das, haben wir, das ist mir noch unklar. Ich meine, wenn ich der Spieleentwickler wäre, das erste Item, was ich hier hin tun würde, wäre der Zauber Heal-Gedöns. Frost Shield. Um die zu belohnen, die sich ohne Frost Shield da reintrauen. Wollen wir das sein? Wollen wir es versuchen? Wir probieren es. Wahrscheinlich komplett bescheuerte Idee, weil ne, diese Schriftrolle da genau nicht sein wird, weil die Leute nicht so dämlich sein sollen. Und aber wir können uns ja ein bisschen beeilen, indem wir hier mal schnell buddeln, schneller. Okay. Ah, jetzt sind wir auch noch hungrig. Reicht's nicht, dass du frierst? Meine Güte. Okay. So, dann darfst du nochmal zaubern und danach darfst du was essen. Und
Weil du so schön gezaubert hast, gibt es auch einen lecker Kuchen. Ich meine, wir regenerieren mehr, als wir Schaden nehmen. Das heißt, wir können das eine Weile aufrechterhalten. Das erkunden. Ich meine, da ist theoretisch noch eine ganze Menge Level, aber. So, dann nochmal. Ach, wir haben ja auch noch. Ich bin ja doof. Du kannst ja auch noch. Hier, du kannst ja das. Nee, das. Ja. Oh, ist doch alles super. Nein, 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 nicht hier vor lauter. So, wie kommen wir zu dir, Freund? Dich würde ich ganz gerne auftauen. Dazu müssen wir wahrscheinlich hier rum. Jetzt noch weiter nach oben. Und hier geht's zu dir. Dem Ganzen traue ich nicht, da fallen wir bestimmt rein. Okay, ich glaube, wir gehen mal kurz wieder ins Warme. Das Warme war wo? Da. Okay. So, hier hat es nur noch minus 20 Grad. Hier können wir uns easy peasy erholen. Du hast Hunger. Wollen wir da was gegen machen? Ja, wollen wir. Hast du richtig Hunger? Ja, du hast richtig Hunger. Du hast ein bisschen, dir können wir auch schon mal was geben. Okay, das war aber definitiv ein interessanter Bereich hier mit dem Eiselemental. Aber das war immer noch nicht, das war nicht hier. Da war nichts hier. Das haben wir noch nicht zu Ende gecheckt, ne? Da, wo das Tentakelmonster war. Aber da war doch auch nichts. Aber ich meine, wir können doch versuchen, ob wir da rüber. Wir waren nicht auf jedem Feld Eis, glaube ich. Dann können wir mal gucken, ob es eine Möglichkeit gibt, zu sehen, wo man einbricht. Sieht ehrlich gesagt nicht so aus. Da sehe ich irgendwas. Da kommen wir durch. Da wären wir durchgekommen. Ne, Quatsch. So. Okay, das kennen wir ja auch aus dem realen Leben. So testet man ja bekanntlich
Üblicherweise benutzt man dafür Kinder, aber so testet man ja, ob eine Eisfläche tragfähig ist. Man schickt da eine Schulklasse drauf und die dann da sich frei bewegen können. Und da, wo man da sich danach noch frei bewegen kann, da können dann auch die Erwachsenen drauf, weil da ist es sicher. Ich glaube, so funktioniert das. Bin mir nicht sicher, warum man mir diesen Job als Kindergärtner nicht geben wollte. So, wir wollen mal schauen. Wir wollen buddeln. Kein Dick hier, aber wie ich hier. Jetzt vielleicht? Na, also. Okay. Wie komme ich zu euch durch? Unbekannt. Jetzt unsere kostbare. Ich habe keine Lust zurückzulaufen. Oh, hallo, alle. Haben die anderen das auch gemacht, diese Eisexplosionen? Das ist ja. Okay. Und jetzt muss ich eh zurück, weil ich kann. Ah, fuck you, Game. Okay. Okay, wieder ein paar von den bescheuerten Lockpicks kaufen, von denen ich immer zu wenig habe, egal was ich tue. Haben wir, wo ist der Shop? Der Shop ist da. Kaufen, das geht hier. Okay. Da ist auch was. Hier ist. Oh Gott, hier ist überall was. Ja, hier. Da muss es irgendwo noch weitergehen. Oder da? Okay. Also, first things first. Ich wollte. Wo war die Truhe? Hier, ne? Ich glaube, die war da. Ihr seid drei Stück. So ein Ärger, dass ihr nicht zu mir könnt. Oh, nice. Und es war nicht auf der. Knapp vorbei. Es war nicht in dem Eisbereich. Man kriegt das Feuer. Sehr nett. Ich würde sagen, das lesen wir gleich mal. Habe ich schon wieder das Gefühl, einen grünen Gem gespart zu haben, was ein gutes Gefühl ist. Okay, da kommen wir irgendwie nicht hin. Also wir haben jetzt. So, jetzt können wir mal gucken, wie viel Frostgedöns uns Frost Shield bringt. Gucken wir mal bei dir. Du hast jetzt 10 Resist Cold. Wenn wir jetzt. Das ist Poison, wo ist. Das ist er hier.
35. Okay, da sind wir. Okay, da bist du der Einzige, der noch Schaden nehmen würde. Und auch nicht so viel. Obwohl, das wird wahrscheinlich nicht scalen. Du wirst wahrscheinlich vollen Schaden kriegen. Ja, da können wir mal gucken. Na. Gottes. Also manchmal. Da. So. Was ist das hier? Da sind wir hergekommen. Was ist das hier? Weiß ich nicht. Da kommen wir wahrscheinlich von da hin. Okay. nee, der wurde. Der ist das. Der ist nicht jugendfrei. Wir wollen. Kindergartenpöks. So, was wollte ich machen? Da wollte ich rauf. Ich sehe auch wieder, die Faszination des Spiels lässt sich auch immer ganz gut daran ablesen, wie lange ich brauche, bis ich auf Sachen aus dem Chat reagiere. Weil ich einfach nicht dran denke, dass ich darüber gucken muss. So, wir haben unser Ding schon wieder verloren. So. Okay. Also, wir wollen hier hin. Immer speichern, weil ich glaube nicht, dass wir hier raufgehen können. Doch, können wir. Okay, alles sehr aufregend hier. Bin mir nicht sicher, ob wir hier schon sein sollten. Ich glaube nicht.
Okay. Es ist ganz schön auf Kante nähen, was ich hier mache. Okay, ich glaube, hier brauchen wir einfach noch ein bisschen mehr. Ich meine, das können wir schnell machen. Falsche Richtung. Okay, jetzt geht's ins Warme. Das war nervig genug. Okay, also wir haben hier Sachen, die wir machen müssen. Hier Sachen, die wir machen müssen. Hier Sachen, die wir machen müssen. Yeah. Das erforschen wir mal, wenn wir noch die, zumindest wenn wir alle über, mit dem Zauber definitiv über 50 kommen. Es ist ja doch ein bisschen frisch hier. Also ab ins Warme. Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt ein bisschen in Dungeons und sprengen Sachen in die Luft. Ich hier noch irgendwas? Ne. Kopper konnte ich hier nicht kaufen, ne? Nee, es war das Ding und das Ding. Wir haben Sachen, die wir hier lassen wollen. Ne. Ne. Okay, das wiegt nicht viel. Das können wir mit... Können. Essen haben wir auch noch genug. Gut, dann ist der hier, ja, der ist hier drin. Das Ding wiegt ziemlich viel, das lassen wir erstmal hier. So, kaufe ich Fire Shield? Ja, jetzt kaufe ich Fire Shield. Wir haben einen grünen Gem gespart mit Frost Shield, dann geben wir den jetzt für Fire Shield aus. Und dann können wir dann, wenn wir unterwegs sind, auch den Bosskampf machen. Nicht hier. Das können wir hier sehen. Wir wollen in dieses Level, das ist Howling Caves, und wir wollen in dieses Level, das ist Rootling. Was haben wir da? Da haben wir das und das und das und das. Fangen wir damit an.
nicht rasten? Ja, können wir. Satt, 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 satt. Okay. Müssen wir darum, darum, darum. Das hilft nichts. Es gibt keinen besseren Weg. Es ist wirklich lästig. Okay. Hier durch, hier durch. Oh, halt, 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 halt. Oh! Wow. Oh, hallo? Also dieser Skill hat sich schon mal definitiv gelohnt. Da war eine ganze Menge, da war eine ganze Menge drin. Okay, Küstenschatz auf Inside werfe. 13, 13, 13. Ihr seid alle relativ nah beieinander. Wem will ich denn? Du bist ein bisschen hinterher noch. Wie viele Secrets davon haben wir? Hutling hat. Nee, wo sind wir hier? Wellwood, ne? Wellwood. Ah, eins fehlt noch. Okay, na gut. Das finden wir vielleicht auch noch. Das war keins. Wo war der? Hier. Der war eigentlich nicht so schwer zu sehen. Weil er hat keine Stiefel an? Nee, hat er nicht. die habe ich ihm nicht gegeben. Okay, das waren... Der wird die... die Reed Boots angehabt haben. Und als ich die Sets sortiert habe, habe ich ihm die weggenommen und ihm vergessen, was anderes zu geben. Okay. So, hier waren wir überall schon. Da ist was collapsed. Da waren wir schon. Da waren wir schon. Ich meine, das erklärt vielleicht, warum er so viel Frostschaden genommen hat, da, als er auf dem schneebedeckten, auf der schneebedeckten Erde rumlaufen musste. Aber, naja, das ist...
Das machen wir auch gleich, damit ich da nicht hin wieder hin zurück muss. Ja, mit dem nackigen Fuß durch, genau, genau. Aber das ist ein Paladin, der macht das gerne. Weil irgendwie ist Ilmata Paladin. Habe ich gerade entschieden. Du nimmst das und machst das. Das hier ein Let's Further New Explosives, ja. Yes. Oh, und ein Durchgang war es, okay. Waren wir schon. Wie viele Secrets fehlen uns hier noch? Wie heißt das hier? Rootling Hollows. Haben wir alle! Hurra! Fertig! Aber wir haben noch Sachen, die wir. Meinen können. Da und da. Da, und dann haben wir hier tatsächlich, glaube ich, alles gemacht. Was ist den Käsekuchen, den behebt der mal auf. Okay. Was haben wir alles? Haben wir alles? Haben wir alles? Ich glaube, dann können wir hinter Gretling Hollows einen Haken machen. Hallo, Kleiner. Okay. Bin ich mir sicher, dass das nichts ist, weil das sieht so aus, als wäre das was. Aber da ist eigentlich kein Platz. Ja, als Twitch-Affiliate darf ich natürlich zu der Aussage über Arbeitsbedingungen und Amazon keinen weiteren Kommentar zu abgeben. Überrascht mich, dass du... Ah, du bist wahrscheinlich... Also, naja, mal gucken. Würde mich mal interessieren, ob Mr. McDaunting jetzt nicht aus Versehen geshadowbanned wurde oder so. Mal gucken, was dann beim...
Wort am Ende im Chat noch erscheint. Oder habt ihr kritische Bemerkungen über den besten Konzern der Welt? Nicht vielleicht doch entfernt werden. So. Haben wir. So, wir sind fertig. Wir gehen hier raus. Wir sind hier fertig. So, das andere Dungeon, das war wo, unter welchem? Fehler war auch, das war kein Einpunkte-Kick, es fängt schon an. Nee, es gehört Jeff Bezos, der genauso, also der ist vielleicht ein bisschen weniger inkontinent, was Tweets angeht, aber ansonsten ist der, da dürft die, ich glaube, die nehmen sich nicht viel. Aber ich glaube, Elon Musk ist besser im Marketing und Bezos ist, glaube ich, besser im ich weiß es nicht. Ich wollte gucken, wo das ist. Das Hammer Hills. Wie kommen wir da am besten hin, indem wir... Oh, das wollen wir noch machen. Das darf ich nicht vergessen. Das hätte ich fast schon wieder vergessen. So, 2 Nord, 1 ist da. X marks the spot. Ja, ich würde das auch Superreichen nicht vorwerfen, dass sie den Bezug zur Realität verlieren. Das liegt irgendwie in der Natur der Sache. Und auch die Tatsache, die Charaktereigenschaften oder überhaupt die Fertigkeiten, die du brauchst, um superreich zu werden, wenn du es nicht geschenkt bekommst, sondern wenn du es dir selber tatsächlich erarbeitest, in Anführungsstrichen, sind auch dergestalt, dass du danach ein derart unangenehmer Mensch sein musst, dass es auch weniger Leute geben wird, die dich noch an die Realität erinnern können, weil es gab nicht mal diese Untersuchung, dass 92% aller richtigen Top-Manager Zeichen von Soziopathie aufweisen, also erhebliche Zeichen, was also quasi, ne, ich meine, du musst halt skrupellos und empathielos sein, um so erfolgreich zu sein. Das ist irgendwie ein bisschen... Das kann dann kein netter Mensch mehr sein. Also. Nein, er kann sich bemühen, aber um so reich zu werden, muss man halt eigentlich Charaktereigenschaften aufweisen, die einem das Zusammenleben mit den meisten anderen Menschen ziemlich schwierig gestalten dürfte. Pitfinder Gott, das klingt ganz nett. Fennektar können wir auch immer gebrauchen. So, also wir haben das Ding gemacht. Das war Treasure. Okay. Dann jetzt nach Hammer Hills. Das war der Boss. Ne, hier war kein Boss. Den Boss haben wir gemacht. Ja, den Boss haben wir gemacht. Okay, gehen wir zu Fuß hin. Hammer Hills, ja. Wir müssen rauf, sonst kommen wir da nicht rüber. Okay, so, Hammer Hills. Level up, brauchen wir irgendwas? No. So, wir wollen... Da unten waren wir auch noch nicht. Das können wir auch noch schnell machen.
Kommen wir von da aus irgendwie halbwegs, kommen wir da? Da wollen wir auch hin, dann gehen wir einfach da runter, dann machen wir das über die Seite. Okay, okay, okay. Hier hatten wir schon alle Secrets, also wollen wir einfach nur möglichst schnell nach Süden. Ich glaube, nach Pits müssen wir nicht suchen. Ich glaube, das können wir mit Sepa lösen, das Problem, das wir da hatten. Weil ich meine, hier sind ja einfach keine Pits. Also. Geronimo! Also für Wassererkundung halte ich diesen, allein schon diesen Perception 5 Skill auch für sehr praktisch, weil ich gucke im Moment nur ausschließlich auf den Boden, um zu sehen, ob ich irgendwelche Weeds oder so übersehe. Und da haben wir natürlich nicht die Zeit, das hier zu machen. Okay, da müssen wir hin. Ich krieg dich. Hab dich gekriegt. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, dieser Oktopus-Gedöns. Da das ja ein Food ist, können wir den ja auch unter Wasser zu uns nehmen. Aus irgendeinem Grund können wir unter Wasser essen. Das heißt, das wäre eventuell ein Lifesaver, wenn uns mal... das Water Breathing ausgeht über, und wir unter Wasser sind. Weil zaubern können wir unter Wasser nicht. Aber ein Getränk zu sich nehmen geht sehr wohl. Also es sei denn, das geht bei dem explizit nicht, aber... Nee, machen wir nicht hin. Glaube ich. Okay, dann haben wir das jetzt auch gemacht. Waren wir, da waren wir auch. Dann wollen wir jetzt da wieder raus. Die nächste. Oh, nee, das... Es war die, das andere ist nämlich keine Leiter, die ins Wasser ragt. Meine Güte. So. Da... Und hier. So. Hier haben wir... Achso. Da will ich hin und ich glaube, da kommen... Oder? Hm. Hm. Da wollen wir erstmal hin.
hat sich eine Tür geöffnet. Durch das Bewerfen. Oh, oh, ich wollte gerade sagen, für einen Blue Gem ist das aber ein bisschen wenig, aber für einen Crystal of Healing schon eher. Wo habe ich die hier? Und es ist eine Leiter erschienen. Okay, jo, 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 danke, danke, danke. Oh, du hast so viel Hunger, dass es wehtut. Das ist mal was Neues. Na komm, dann hast du dir einen Käsekuchen verdient. Ja, ja, ich geb dir. So, das haben wir. Bärmeet, okay. Ah, hier war der Bär. Mhm, okay. Oh! Resist Cold plus 20. Very nice. Das ist was für dich. Bergler, gibt es vielleicht auch ein Bär-Set? Ja, machen wir mal testen. Schön, schön, schön. Fisch dies. Okay, aber endlich wieder ein Skull gefunden. Das ist nichts, ne? Bleib da. So, soll ich noch da gucken, warum das Fragezeichen da ist? Nee. Was ist. Ja, ich sollte das immer sofort machen, wenn das Geräusch kommt, so wie ich das früher auch gemacht habe, aber dadurch, dass es diesen very convenient, ne, das hier gibt, ein Anreiz, es nicht sofort zu machen, und das heißt natürlich, dass ich das vergesse und wir haben schon wieder keine Lockpicks. Ah! Okay. Lloyd's Beacon und zu hin und zu, nee, zu Fuß. Wo ist der Ausgang? Oh Gott, wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Okay, dann machen wir erst den Boss. Keine Ahnung, ob wir den schaffen, aber ich tue einfach so, als sei das überhaupt kein Problem. Da können wir dran vorbeigehen, da können wir noch was meinen. Gott, ich muss da so viel meinen. Da kaufe ich auch noch ein paar billige Pickaxes. Das ist, glaube ich, besser als die. Obwohl, die anderen haben auch noch einen Green Gem gekostet. Die besseren.
Warte mal, die haben dreimal, die halten dreimal so lange und kosten dreimal so viel. Ja, okay, das kommt, so, kommt ungefähr das gleiche raus. Das noch und dann geht's zum Boss. Ah nee, das können wir ja gar nicht, weil weil das hier ist, okay. Das haben wir deaktiviert. Na. Ach komm, Pöks. Gott, das wenn ich hätte. Ich würde so versagen bei Cookie-Klickern, das ist unglaublich. Okay. So. Boss war da. Was brauchen wir? Wir brauchen Poison Shield wahrscheinlich. Regeneration mit ziemlicher Sicherheit. Wir brauchen... Halt. Irgendwie müssen wir dahin kommen können. Da ist definitiv was, aber okay. Ich will mich jetzt hierauf konzentrieren. Also, wir machen Speichern. Persönlich, wie viele Secrets im Abandoned Dungeon kann ich dir sofort sagen? Nee. Im Moment 12 von 22. Und wir haben eventuell noch... Ja, hier sind wir noch nicht... Hier können wir noch nicht weiter, weil uns hier was fehlt. Wir könnten mal gucken. Wir können hier noch weiter erkunden. Des Wetlands. Vielleicht kommen wir da wieder, gibt es da noch einen anderen Zugang. Aber im Moment sind es 12. So, wir brauchen das. Wir brauchen das. Wir machen erstmal machen. Dann machen wir Poison Shield. Wir machen, das reicht eigentlich erstmal. Wir probieren es erstmal aus. Wir haben gespeichert. Also Poison Shield.
Dann bringen wir erstmal die Viecher um, die hier. Von sich aus kommen, dann müssen wir mal so, das werden wir brauchen. Das sind die Pre-Spawns sozusagen. Die haben wir jetzt gekillt alle. Okay. Also, du bereitest das vor. Du hast das. Du kannst Feenektar trinken. So, wir gehen zuerst zu dem und dann so, Golden Shield und los. Okay, wir müssen uns was gegen die Paralyze überlegen. Das kann nicht so schnell passieren. Ich muss da... Okay, wenn wir stattdessen... Wir haben Anti-Paralyze-Möglichkeiten. Muss ich mal schauen, dass ich die vorbereite. Das Ding und dann. Okay. Was haben wir an Sachen, die davon können wir einen gebrauchen? Blindness, Petrification. Oh, da ist das Teil. Thank you.
Ups. Come on. Jetzt läufst du weg. Blöder. Aber ich glaube, die anderen sind alle tot, ne? Und ich glaube, wir haben die irgendwann... Weil hier war ja auch noch so ein Spawner und das ist jetzt ein Slime. Also ich glaube, der hat sich irgendwann von selber entschlossen. Ja gut, haben ein bisschen Ressourcen verbraucht, aber ich denke, im Großen und Ganzen ging das noch. Ja, wir können mal ein paar... Okay, was haben wir... Okay. So, du hast davon eine, du hast davon eine... Okay, das sollte erstmal reichen. Okay, also wir brauchen Pickaxes, wir brauchen alles. Gedöns, Gedingse. Wie heißen die Dinger? Lockpicks. Meine Gott. Schönen guten Abend, Herr Schwäger. Okay. Pilz. Ja, dann kaufen wir auch noch gleich ein paar. Nicht nur Lockpicks, sondern auch Pickaxes, damit wir das dann hier auch alles in einem Rutsch machen können. Was wir natürlich schon nicht mehr in einem Rutsch machen können, weil ich ja jetzt schon wieder hier raus muss, weil ich keine Lockpicks habe und wir eine ganze Menge. Können eine ganze Menge Insect Meat verarbeiten. So. Okay, aber ein weiterer Boss down. Das ist ja auch immer etwas Schönes. Das ist ja nichts vergessen. Okay. Also, raus und. Dings holen. Da weiß ich immer noch nicht, wie... Also am besten kommen wir raus, indem wir hier rüber gehen.
Und dann nicht nach hier, sondern nach hier. Okay. Also. Wir haben ja auch Cure Disease, by the way. Ich hätte ja gar nicht zaubern müssen. Okay, das Ding haben wir nicht gebraucht. 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 Die Bärgeschichte wäre auch eine Option gewesen, theoretisch. Also Lockpicks und oh Gott, nein. Und ich habe nach dem Kampf nicht gespeichert, oder? Glaub nicht. Shift-Taste nicht richtig runtergedrückt. Oh, God damn it. Das tut weh, das tut weh. Das tut weh. Ich meine, früher oder später musste sowas mal passieren. Also ich meine, es ist mir schon mal passiert mit dem Werfen von Steinen, aber es musste... Ja. Okay, na gut, dann machen wir das Ganze normal. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. Wir gehen erst darüber, kämpfen den, machen den kaputt und dann okay. Wow. Okay. Triffst du nicht. Ich brauche mal kurz Ruhe. So. Du. Nimm mal ruhig eine Healing Potion. Du nimm das. Du mach das.
Okay. Okay, speichern. So, jetzt haben wir den Kampf gleich normal gemacht. Ich weiß nicht, ob ich effizienter war mit der Benutzung meiner Ressourcen. Ich glaube nicht. Ich glaube doch. Wir haben weniger verbraucht. Okay, so, dann also jetzt. Was? Oh. Ja, das ist hier drin. Gut. So, den Kram sammeln wir noch ein, weil den können wir auch mitnehmen. Hier kommen wir noch nicht weiter. Das nehmen wir mit. Das können wir dann alles zu Hause lassen, wenn wir nach Hause kommen und dann hoffentlich dran denken, nur eins von den Dingern. Oder ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich kaufen wollte. Ich glaube zwei. Ja, ich glaube, ich wollte zweimal klicken und deswegen, das hat nicht funktioniert. So. So. Okay. Ja, aber was man nicht im Kopf hat, das muss man in den Fingern haben. Also, das, ich meine, es ist schon. Es ist einfach dämlich, aber gut. Hab's nie anders verdient. Dafür haben wir halt gleich in diesem ersten Teil des Streams gleich zwei Bosskämpfe gehabt. Gut, es war der gleiche, aber naja. Also zwei erfolgreiche Bosskämpfe. Das ist auch was zum Mining. Okay, also Gottes, wir brauchen auch noch so viele Pickaxes. Also Menge Pickaxes. Ich meine nicht 12 oder 20 oder wie viel ich da gekauft habe. Ich glaube, es waren 20. Aber naja, wer kennt das nicht? Man geht in den Laden und kauft aus Versehen 20 mal so viel, wie man eigentlich kaufen wollte. Also, Konzentration bitte. 1, 2, 3, 4. Wusch. 1, 2. Wusch. So. Also, da können wir unser Essenskram noch gleich hier lassen. Fische waren da. Fische haben wir eine ganze Menge. Mit Fischen könnten wir mal wieder was machen. Wir haben das, dann haben wir das. Bleibt hier. Das bleibt
hier. Okay. In der Mystic. Da, so, Schuhe anziehen. Ne? Ich denke mal dran. Der Paladin hatte keine Schuhe an. Ne? Dann geben wir ihm noch mal Schuhe. Auch richtig doofe Schuhe, aber es sind immer Schuhe. Resist Code. Ich meine, das behalte ich im Fall. Was ist Protection plus 5? Du trägst, das kann. Dann geben wir dir den Protection und du ziehst den an. Und das Ding können wir verkaufen. Strength plus 2. Wer könnte. Du nicht, weil das deine Werte ruiniert. Dir können wir das Ding geben. Können wir dann auch verkaufen. Ich meine, du brauchst weder Protection noch Strength, aber ich meine, warum nicht? Ist da irgendein besseren Weg? Ich glaube nicht. Vaganodat ist immer noch das Beste, da hinzukommen. Ist es wahrscheinlich nicht, aber bin jetzt zu faul, drüber nachzudenken. Nein. Ach, jedes Mal. Ein weiter runter. So, mit ein bisschen Liquid Courage geht das Mining auch gleich viel besser. Wir wollen aber erstmal. Wie kommen wir da hin? Es ist auf der anderen Seite. Wir können hier aber einfach durchgehen. Wenn wir da interessante Sachen leuchten sehen, gucken wir auch noch gleich, ob wir da mit unserer Pickaxe gegenschlagen können. Sieht nicht so aus hier. Hier kommen wir nicht durch. Warte. Hier. Alles gut. Können dadurch, können hier durch. Und Lizzie hat Hunger. Okay. Alle Leute, die nicht am Mining teilnehmen, werden hungrig. Wahrscheinlich macht das Zugucken einfach. So, zack. Na? Nee, okay. Wow, Flamethrower. Nach dem Ice Thrower haben wir jetzt den Flamethrower. Steel Ambient für die darauf stehen. Dann haben wir Tome of Health. Das können wir alle gebrauchen. Und ein Gold Key. Sehr schön. Ja, also diese Bossfights sind tatsächlich completely optional, ne? Weil die bringen ja genau. Also ich würde, ne, bringen ein bisschen Loot, aber die bringen ja Game Advancement, also Story Advancement mäßig gar nichts. Liegt hier jemand? Nope. Okay. Gut, so, was haben wir hier? Steel and Protection plus 5, Stärke plus 1. Oh, das ist was für dich.
Flamethrower cannot be used underwater. Also das gleiche wie der Ice Thrower, nur ein Flamethrower und funktioniert nicht underwater. Okay. Prinzipiell ganz nett, aber da wir Napalm. Ich nehme mal an, das wird ein Burning Ground sein. Also, ja. Yep. Okay. So. Gut. Dann müssen wir noch das Ding, das können wir hier rein. Okay. Gleich noch einen Schluck trinken. Nicht, dass du nüchtern wirst. So, jetzt wollen wir noch mal gucken, ob wir einen Weg finden. Wie könnte man da hinkommen? Zu diesen Gems. Hier könnte was sein. Weil ich meine, die sind da nicht für... Jedes Mal, wenn ich da hingucken will, bin ich so doof und laufe ins Wasser. Lass mich mal näher rangucken, Ploink. So, wir müssten wie... Wie würden wir da hinkommen? Wir müssten... Weil hier ist nichts. Die Felder hinter einer Treppe, die sind belegt. Also wir müssten... Ist da drüber irgendwas... Vielleicht im Wasser, vielleicht oberhalb des Wassers. Wir haben ja jetzt auf jeden Fall jemanden, der das sehen würde, wenn es etwas gibt. Erstmal können wir nochmal gucken, wer das Tome of Health kriegen sollte. Du hast 217. Nee, gar nicht wahr. Doch, 217. Du hast 300. 164. Hängst ein bisschen hinterher, dann kriegst du das. Okay, ja, da würde ich sagen, machen wir mal eine kleine Pause. Und... Wenn wir zurück sind, werden wir dann mal gucken, ob wir den Kram hier aufklären können. Und ansonsten haben wir ja noch einen Bossfight hier in Lower Nar vor uns, für das wir uns ja extra auch den entsprechenden wahrscheinlich nützlichen Zauber gekauft haben. Deswegen würde ich sagen, machen wir das auch noch als nächstes. Und dann müssen wir noch gucken. Wir haben noch einige Sachen, die wir hier noch abbauen können. Das darf ich nicht vergessen. Das muss ich auch noch holen. Da war ich auch noch nicht. Okay. Also Chests, Mining und Boss. Okay, also kleine Pause und wir sehen uns in Kürze wieder.